7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Das ist keine Finanzberatung, nur meine persönliche Meinung. Und nein, ich bin kein Anlageberater. Hatte ich vielleicht ja doch recht, wo ich gestern gesagt habe, ich glaube, wir sind durch. Es geht jetzt aufwärts. Es scheint so zu sein, dass wir tatsächlich die Kurskorrektur oder Manipulation, wie wir es nennen wollen, gerade so aus Asien haben wir ja gestern gesehen, wohl ein bisschen vorbei ist. Ne? Wenn ich das mir so angucke bei meinen Bubbles, muss ich ganz ehrlich sagen, es ist ein schöner Tag heute mal. Und es passt perfekt natürlich auch noch dazu, was Ripple natürlich rausgehauen haben. Ich habe mich die ganze Zeit gewundert, meine Fresse, warum machen sie nicht endlich mal ein Stablecoin auf dem XRP-Ledger? Warum nicht Tether oder am besten USDC? Nein, sie bringen ihren eigenen raus. Das ist so krass, Leute, das ist so krass. Und ich werde es euch auch gleich noch kommentieren natürlich. Aber gucken wir erstmal auf unser Sorgenkind der letzten zwei Wochen, Veracity. Es hat 15% bisher gemacht, und, ja gut, 13%, aber nichtdestotrotz, er hat wieder sein Leben zurückbekommen und schauen wir mal, wo die Reise natürlich hingeht. Ich hoffe natürlich, er schafft es noch irgendwie bis zum 18. April, wenn das Bitcoin-Halving kommt, dass er dabei bis zu 1 Cent Minimum drauf hat, aber es wird spannend. Es wird spannend, dafür muss der Markt natürlich auch mitsteigen und schauen wir mal, wie es natürlich weitergeht. Das ist sehr, sehr spannend, was Veracity da im Moment abliefert. Aber ansonsten, ihr seht schön, Bitcoin bei 4,73% ist es so geblieben. 4,86, 73 doch nimmt er da mit. Aber auch XRP natürlich mit 4,52%. Und wir müssen ganz ehrlich sagen, wir haben wieder unsere Stablecoin-Marke von 60 Cent erreicht. Schauen wir mal, was natürlich noch kommt. Es hat natürlich auch seinen Grund, warum XRP diesmal nicht Schlusslicht ist beim Steigen, sondern auch, ja, es hat wirklich tatsächlich den Mega-Grund wegen dem Stablecoin in meinen Augen. Aber fangen wir mal an. Natürlich erstmal langweilig. Scott Doon entscheidet sich für Neum. Neum ist Ripple-Partner, die den XRP-Ledger auch verwenden mit Ripple Payments. Um das Cashflow-Management von Hotels mit virtuellen Kartenzahlungen zu verbessern. Neum, der führende Anbieter von grenzüberschreitenden Zahlungen in Echtzeit, gab heute seine Partnerschaft mit dem Luxusreiseveranstalter Scott Doon bekannt, oder Doon, um virtuelle Karten für sein globales Netzwerk von Hotelanbietern auszugeben. Die virtuelle Kartenlösung von Neum ermöglichte es Reisevermittlern, Fluggesellschaften, Hotels und das globale Reiseökosystem über effizientere, kostengünstigere und sichere Transaktionen in mehr als 20 lokale Währungen effektiv zu bezahlen. Kostengünstig, effizienter und sicherer. Was wird da wohl mit gemeint sein? Ich weiß es nicht. Ich werde es auch nicht sagen. So, Projekt Agor, Zentralbanken und Banksektor, startet Großprojekt zur Tokenisierung grenzüberschreitender Zahlungen. Hatten wir ja vor ein paar Tagen schon, ich habe jetzt einen Bericht davon gefunden, Pressemitteilung vom 3. April. Projekt Agor wird untersuchen, wie die Tokenisierung für Zentralbanken und Geschäftsbankeinlagen auf programmierbaren Plattformen das Geldsystem verbessern kann. Das Projekt wird untersuchen, wie Tokenisierung und Smart Contracts Funktionalitäten und Transaktionen ermöglichen können, die heute nicht realisierbar sind. Naja, das halten wir mal in so Anführungsstrichen. Ne? Das ist schon realisierbar. Der Hauptbereich der Exploration wird darin bestehen, die Geschwindigkeit und Integrität des internationalen Zahlungsverkehrs zu erhöhen und gleichzeitig die Kosten zu senken. Also, alleine mit dem Spruch ist schon mal Ethereum weg. Wer jetzt wieder denkt von wegen, ja, BIS macht ja viel mit Ethereum. Haben sie in der Vergangenheit gemacht, gar keine Frage, weil der XRP-Ledger noch nicht so weit war. Aber Geschwindigkeit im Zahlungsverkehr zu erhöhen, na, was klingt da so? Klingelingeling. Und die Kosten zu senken, es tut mir ja leid, ne? Ich kann es ja nicht lassen. Aber schauen wir mal, was dazu kommt. Das Schöne ist noch, das Projekt Agor vereint 7 Zentralbanken, die Bank von Frankreich, als Vertreter des Eurosystems, Ripple, nur so nebenbei, die Bank von Japan, Ripple, die Bank von Korea, Ripple, die Bank von Mexiko, da bin ich mir nicht so sicher jetzt, muss ich ganz ehrlich sagen. Die Schweizerische Nationalbank weiß ich jetzt auch nicht, aber es gibt natürlich schon Verbindungen dazu.
Die Bank von England brauchen wir eigentlich gar nichts zu sagen, ne, weil das ist absolut Ripple, die auch schon gesagt haben, sie werden das System verwenden. Das steht sogar schon bei denen in den Papieren drin. Und die Federal Reserve Bank von New York. Sie werden versuchen, mit einer großen Gruppe privater Finanzunternehmen zusammenzuarbeiten, die vom Institute of International Finance einberufen wurden. Ich sag nichts dazu. Ne? Es ist nicht, es steht nirgendwo Ripple, XRP und den XRP Ledger. Macht eure Gedanken. Ich habe sie mir gemacht. Aber ich habe keine Ahnung, Gott sei Dank. So, noch was Langweiligeres natürlich. Neuer Trailer für XRP-Dokumentation, die morgen erscheint. Da wird es ganz interessant sein. Ihr kennt ja diese ganzen schönen Videos, die man schon gemacht hat, wo Banken im Hintergrund sind und Leute laufen und wie man auch schon erklärt, ne, es muss schneller gehen und alles super und super duper. Und jetzt kommt noch ein neues Video, natürlich auch im Auftrag von Ripple. Bezeichnenderweise zielt XRP Unleashed, die das gemacht haben, darauf ab, die komplexe Ereignisse rund um XRP und Ripple zu erfassen. Insbesondere wird versucht, die XRP-Geschichte von der US-Regulierungsklage bis zur daraus resultierenden Marktstörung zu erzählen. Dazu gehören auch die Kontroversen, die während des Gerichtsverfahrens entbrannten. Insbesondere die berüchtigte Rede von Bill Hinman. Das wird geil, Leute. Das wird richtig geil. Ich bin schon gespannt auf morgen. Wenn das rauskommt, das werden wir uns natürlich auch morgen angucken. Ne? So ein kleines bisschen. Aber wir können echt gespannt sein. Natürlich, Ripple bringt dollargestützten Stablecoin auf den Markt. Da habe ich nur einen kleinen Haken, was ich daran nicht so prickelnd finde, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber da kommen wir auch gleich zu. Laut einem Bericht der Financial Times ist das in San Francisco ansässige Unternehmen Ripple auf dem besten Wege, einen dollargestützten Stablecoin auf den Markt zu bringen. So geil, Leute, so geil. Es heißt jetzt nicht, weil es gibt sicherlich der ein oder andere, der denkt wieder von wegen, oh Kacke, dann wird XRP ja ein Stablecoin. Nein, das hat damit nichts zu tun. Mit einem solchen Schritt plant das Unternehmen, das vor allem für seine Verbindung mit der umstrittenen Kryptowährung XRP bekannt ist. Was heißt hier umstritten? Eine Brücke zwischen Krypto und traditionellem Finanzwesen zu schlagen und die Nutzung der Blockchain-Technologie für den Handel mit Wertpapieren zu ermöglichen. Es geht nicht nur um Wertpapier, es geht um Wertpapier, Aktien, Rohstoffe, Kredite. Wir sind in der Liga angelangt, Leute. Mit dem Scheißding kriegen wir wirklich den kompletten Bankbereich auf den XRP-Ledger. Wie von Ripple festgestellt, ist der Stablecoin-Markt auf satte 150 Milliarden US-Dollar angewachsen. Alleine der USDT, also Tether, Stablecoin von Tether, hat einen Wert von 106 Milliarden US-Dollar, wie aus den neuesten Daten von CoinGecko hervorgeht. Man weiß aber nicht, ob da wirklich das auch alles so hinterlegt ist, ne? Ob das nicht ein kleines Kartenhaus ist, ne? Der neue Stablecoin wird vollständig durch Dollareinlagen. Das ist okay, Zahlungsmitteläquivalente und Staatsanleihen gedeckt sein. Die Staatsanleihen werden von der US, also die holen sich US-Staatsanleihen. Da sage ich mir immer noch, das ist ein verdammt hohes Risiko im Endeffekt in der Situation, die wir weltweit haben. Weil die Staatsanleihen der USA könnten tatsächlich auch irgendwann mal, wenn da einige verkaufen wie Japan, sehr stark fallen. Also besser wäre es, wenn sie es machen, muss man leider sagen, so wie die BRICS-Staaten mit Edelmetalle oder auch mit Rohstoffe zu decken. Das wäre natürlich der bessere Weg, aber okay. Ripple behauptet, dass es monatliche Bescheinigungen durchführen wird. Das bedeutet, dass sie natürlich monatlich immer wieder eine Bescheinigung rausgeben, dass der Stablecoin auch tatsächlich mit dem Wert gedeckt ist. Das ist ja das, was Tether zum Beispiel, naja, ein bisschen schwankend ist. USDC macht es übrigens auch. Ripple hat das neue Produkt als Stablecoin der Enterprise-Klasse mit einer Compliance-First-Mentalität angepriesen, also auch regulatorisch alles in Klarheit gemacht. Weitere Anwendungsfälle. Der kommende Stablecoin von Ripple wird gleichzeitig auf Ethereum und dem XRP-Ledger eingeführt. Naja, gut, eine EVM-Sidechain, sage ich nur, ist die Verbindung zu Ethereum. In Zukunft soll die Ausgabe des Stablecoins auch auf andere Blockchains ausgeweitet werden, heißt es in der Ankündigung des Unternehmens. Bedeutet im Endeffekt so viel, dass der XRP-Ledger sich in Zukunft auch natürlich mit anderen Blockchains verbinden wird, ne? Das Unternehmen geht davon aus, dass sein neues Produkt in der Lage sein wird, mehr Liquidität anzuziehen und gleichzeitig mehr Anwendungsfälle zu generieren. Und Ripple,
Da kann ich euch nur beipflichten und sagen, ja, ihr habt zu 1000% recht. Wer da wieder jetzt Skepsis hat und sagt, nein, das ist nur Schrott. Nein, da sage ich immer wieder das Gleiche, bevor Luna natürlich gefallen ist, ne, dieser ganze Skandal. Der ist nur so stark hochgegangen auf über $100 wegen der Bindung an ein Stablecoin. Ethereum ist nur so stark hochgegangen natürlich, weil sie den USDT haben, den sprich Tether drauf gemacht haben und USDC natürlich auch. Das ist verdammt wichtig für jede Blockchain, die auch in der Finanzwelt, ne, mit Smart Contract und alles. Natürlich braucht ein Stablecoin. Und ich habe immer geflucht die letzten 6 Monate, natürlich nicht vor euch. Warum hat Ripple nicht USDC genommen oder USDT? Gut, USDT mit Tether kann ich ja verstehen, aber warum nicht USDC? Und da gab es nie Gespräche von Ripple mit denen. Aber jetzt Bombe, Leute. Es ist so krass. Es ist einfach nur geil, was die da abziehen. In seiner Erklärung beschrieb Ripple CEO Brad Gallinghaus den Vorstoß seines Unternehmens in den Stablecoin-Sektor als monumental für die XRP-Ledger-Community. Naja, nicht nur für die XRP-Ledger-Community, auch natürlich für Ripple, weil sie eben halt auch richtig, richtig dreckig Geld damit machen können. Ne? Alter Schwede. Aber hier nochmal, die Einführung einer Stablecoin, natürlich Brad Gallinghaus, ist für Ripple ein natürlicher Schritt, da wir die Lücke zwischen traditionellen Finanzwesen und Krypto schließen. Wir haben erstens die jahrelange Erfahrung, gebe ich ihm recht. Zweitens regulatorischen Fußabdruck, richtig. Eine starke Bilanz, stimmt auch. Viertens ein Netzwerk mit nahezu globaler Auszahlungsabdeckung, um die beste kryptogestützten Zahlungen mit XRP und unseren zukünftigen Stablecoin zusammen anzubieten. Richtig. Das bedeutet aber auch nicht, dass jetzt der XRP-Ledger nur mit dem Stablecoin arbeitet. Ne? Er kann, oder ich gehe ganz stark natürlich davon aus, weil der XRP-Ledger seine ganze Leistung und seine ganze, ja, was dahinter steckt, nur anwenden kann mit XRP. Deswegen gehe ich natürlich davon aus, dass die Anwendung über den Stablecoin natürlich mit XRP geht. Und das wird riesig, weil so ist, sind die Transaktionen natürlich billig, schnell, sicher. Was will man mehr? Es gibt nichts Geileres. Sie wollen natürlich jetzt Tether und USDC auch attackieren. Ne? Ganz klar, die haben den Markt. Der Markt ist im Moment ja bei 150 Milliarden, soll aber bis 2028 auf 2,8 Billionen Dollar ansteigen. Ist ja klar, mit Tokenisierung und allem drum und dran. Leute, das wird so ein krasser Scheiß. Glaubt's mir oder glaubt's mir nicht? Recherchiert, dann findet ihr es selber heraus und es wird so fett. Und damit sage ich nur, das Bankwesen ist komplett abgedeckt. Was wollen wir mehr? Natürlich fehlt noch der Staat natürlich im Bankwesen, aber wir kommen dem Ziel sowas von nah. Und Weltglück, es tut mir leid, dass ich dich enttäuschen muss. 2026, never baby. 2024 wird der Start sein. Davon gehe ich hundertprozentig aus. Wenn sie natürlich jetzt auch noch den Stablecoin rausbringen, puh, ich weiß nicht, wo der Kurs dann steht. Sage ich euch ganz ehrlich, dann bin ich ratlos. Aber sicherlich nicht im Centbereich. So, meine Lieben, ich grüße euch natürlich alle. Ich hoffe, ihr hattet einen angenehmen Donnerstag. Hoch die Hände, Wochenende ab morgen. Was wollen wir mehr? Doc Azzarola, moin von der Alster. Tribun, schönen Abend an alle. Doc, grüß dich von der dreckigen Weser, ne? Gebe ich auch zu. Dobo, jetzt bricht Veracity wieder weg. Dieser Schmutzmüllcoin. Ja, wenn du das sagst, ist okay. Ich sehe ihn immer noch als sehr gewinnbringend im Bullenmarkt. Numpetzi, hey MC, Singlebär, hallo Numpetzi, Graf Olaf. Emhan, guten Abend zusammen. Rimini, hallo zusammen. Ottoran, moin Marcello und die ganze Truppe. Mr. Crypto, moin MC. Kaleido, guten Abend. Otti, hallo MC. Und Gruß in die Runde. Lüker, hallo MC. Ich hoffe, dir geht es gut. Nach den News heute, der Kurs ist schön, ne? Also gar keine Frage. Ich habe mich auch gefreut, dass es wieder gestiegen ist und ich vielleicht ein bisschen recht hatte von gestern, aber ganz ehrlich, die Nachricht mit dem Stablecoin, das war gigantisch für mich. Ne? Das ist wirklich so runtergegangen wie Öl bei mir. Ich dachte nur, was für ein geiler Scheiß. Ne? Olli, schönen guten Abend allerseits. Startrampe, guten Abend MC und alle im Stream. Crypto Gardena, da bin ich. Nee, bin da. Johannes, Hallöchen, habt ihr den Anstieg auch so gemütlich genommen wie ich? Ich habe gesehen, gelesen und okay, dann warten wir ein paar Minuten, dann geht's runter.
Es war so gute News, aber am Preis sehen wir es erst bei der Verwendung. Einen schönen Abend euch allen. Natürlich sehen wir den richtigen Kurs erst bei der Verwendung. Alles andere ist nur Spekulation. Und wir wissen ja, bei XRP mit Spekulation, da wird nicht so viel kommen. Ne? Also 5 bis 10 Dollar ist so ungefähr meine Prognose. Natürlich im Bullenmarkt, wenn keine Verwendung da ist oder keine nennenswerte Verwendung. Ansonsten, ja, schauen wir mal, ne? Wann der Stablecoin noch dazu kommt. Malatis, hallo Babo, Hammageddon, guten Abend, Crispy Feet, guten Abend, ihr Raketen. Transatlantic, moin MC und Community, Bier und Chips stehen parat, kann losgehen mit den News. Wann 771? Immer noch 25. Bestway, schönen guten Abend zusammen. F9, XRP, hi Machalo, ich wollte dich fragen, Ripple hat ein Stablecoin rausgebracht. Nein, das ist wieder falsch. Der Stablecoin ist noch nicht draußen. Sie haben es jetzt vor. Also, ich schätze mal, da fehlen nur noch die Feinschliffarbeiten und dann ballern sie den raus. Inwiefern würde uns das Treffen mit der XRP, könnte der Preis beeinflusst werden dadurch von XRP? Hundertprozentig. Der Preis von XRP wird dadurch natürlich sehr stark beeinflusst. Aber man muss auch abwarten, natürlich, wenn sie den rausballern, heißt es nicht sofort, der Kurs geht hoch. Da muss natürlich auch dementsprechend eine Verwendung stattfinden. Das dauert natürlich auch seine Zeit, ne? Aber wir sind auf dem richtigen Wege mit diesem Schmutz-Stablecoin, sage ich mal, der jetzt XRP ablösen wird, ne? Dass wir da tatsächlich auch natürlich ein paar Dollar raufgeballert werden. Aber nicht sofort. Da muss man, wie gesagt, wie bei jedem System erstmal abwarten und ganz entspannt rangehen. Argon, guten Abend alle zusammen. Indalo, Grüße aus Thüringen. Papi spielt, Grüße Familie, schönen Abend euch allen. XRP Olli, guten Abend in die Runde. Und natürlich auch liebe Grüße an den Hühnerschrecker, Stablecoin. Kompala, Namen zusammen. Daniato, guten Abend allerseits. Ach, bevor ich das vergesse. Oh, was ist hier denn los? 151 Zuschauer. Vielen Dank. Alter Schwede, das ist ja krass. Das hatten wir ja noch nicht mal am Samstag. Hubal, schönen Abend, MC und Community. Mike, hallo zusammen und Grüße. Grüß doch, Meister. Bullische News, soeben hast gesehen für XRP. Ja, mich wundert, dass der Kurs nicht zum Erdkern fliegt, ne? Greyjagd, moin moin, sag nur Simpsons. Ach nee, komm, hör auf mit den Simpsons. Das ist wirklich nur so just for fun gewesen, Animation und ich gehe da nicht drauf ein. Ne? Die Simpsons sind die Simpsons und gut. XRP23, hi Marcello, Olli, zum ersten Mal sehe ich das Intro der Finanz- und Anlageberatung. Meines Vertrauens. Ich weiß ja nicht, ob du Brillenträger bist wie ich, ne? Aber ich würde dir mal vorschlagen, dass du dir vielleicht eine neue Brille dann zulegen solltest. Wäre wichtig, besonders falls du Autofahrer bist. Mr. Crypto, kennst du die schon Wallet bei WeChain? Ich habe mal kurz reingeschaut, aber ich hatte heute auch nicht die Gelegenheit dazu, weil ich mein passives Einkommen weitergemacht habe. Was hat denn WeChain? Die soll ja mega geil sein. Ultimative Selbstverwahrung. WeChain Geldbörse. Ja, da ist das Problem wieder mit dem Handy, ne? Und da bin ich absolut raus. Beginnen Sie mit sicherer Erkundung von Web3-Anwendungen, die auf WeChain Tor basiert. Was Sie tun können. Wallet Setup, Connect-Apps, okay. NFTs, ja, da bin ich raus. Das interessiert mich nicht, die NFT-Scheißbilder da. Die Welt der V-World. Genießen Sie die Macht der Selbstverwahrung. Bin da sehr kritisch mit dem Handy, ne? Und weiß ich nicht. Ich brauche dann noch ein Hardware-Wallet dazu, was ich natürlich dann bestätigen kann, die Transaktion. Da bin ich oldschool, ne? Sowas ist für mich absolut nichts. Ich habe da auch kein Vertrauen zu, dass das wirklich zu 100% oder sehr guten Schutz hat, obwohl die V-Chain-Blockchain ja wahnsinnig sicher ist, ne? Oh, Hardware-Wallet kompatibel. Ich halte mal lieber meinen Mund, bevor ich. Und ihre Kryptowährung extrem sicher zu halten. Okay, jetzt ist es natürlich wieder interessant. Die V-World Wallet ist mit Ledger-Geräten kompatibel. Mit einer besseren Integration von Hardware-Wallets bietet es ihrem Kryptowährung ultimative Sicherheit. Geiles Ding. Okay, jetzt halte ich den Mund. Weil die neue V-Chain-Wallet ist also doch sehr sicher. Tut mir leid, auch wenn es über Handy geht, es ist verdammt sicher. Ja, geiles Ding, muss ich sagen. Geiles Ding. Dankeschön.
XRP 23, hi Marcello. Ah ne, da waren wir ja schon. Kompalan, Grüße an alle. Oh, Sanremo, habe ich dich eigentlich gesehen da? So, also, trotzdem, grüß dich, Remo. Kirch, hallo MC, Grüße an alle. Transatlantic. Und ich hatte vor ein paar Tagen recht, dass Ripple einen anderen Coin rauskramen wird. Ob gut oder schlecht. Da hast du recht. Ne? Ich habe auch an dich gedacht, als ich das zum ersten Mal gelesen habe. Da habe ich gedacht, oh Scheiße. Wer hat das noch gesagt? Aber ja, das warst du. Geiles Ding. Rob, Rob, was für ein geiles Gefühl. Endlich mal wieder alles grün. Ja, schön, ne? Simbo, guten Abend zusammen. Jetzt bekommt unser Stablecoin noch ein Brüderchen. Hoffen wir mal natürlich, wenn der Stablecoin rauskommt mit einem Dollar gedeckt, der wird ja ein Dollar gedeckt, 1 zu 1, dass der nicht einen höheren Wert hat als XRP, ne? Das wäre ein bisschen peinlich. Bernardo, wird der Stablecoin den Kurs beflügeln oder hat XRP nichts davon? Nur Ripple Pipple. Nein, nein, der Stablecoin wird den XRP-Kurs, wenn die richtige Verwendung natürlich drauf ist, und da reden wir jetzt nicht von wegen, dass da Milliarden sofort drüber geballert werden müssen, wird der Kurs auch sehr stark beeinflusst. Transatlantic, Veracity hat sich ja heute gut erklärt. Ja, natürlich. Ich habe den Schmutz gehalten. Ich habe nicht verkauft. Ich bin nicht schwach. Ich bleibe dran. Wie gesagt, wenn ich einen Coin kaufe, dann gehe ich mit dem auch durch den Bullenmarkt. Das habe ich bei den Tron Coins gemacht letztes Mal, oder Token eher gesagt, beim letzten Bullenmarkt. War zwar hart für mich, aber ich verkaufe nur im Bullenmarkt. Wie gesagt, das sage ich schon seit 2 Jahren. Ich verkaufe, wenn dann überhaupt, immer nur im Bullenmarkt. Und solange gehe ich durch die ganzen Scheiße, durch die ganze Scheiße durch. Moinsen. Rimini, betreffend Veracity sind auch gute News gekommen. Veracity hat Stellung genommen und alles erklärt. Oh, Scheiße! Echt? Habe ich gar nicht mitgekriegt. XRP, Olli. Veracity, 1 Cent. Ja, logisch. Bis Halving. Ja, natürlich. Wenn sie das wieder schaffen, dann sage ich ganz klipp und klar: 50 Cent bis 1 Dollar ist wieder in greifbarer Nähe. Graf Olaf, Pfanne, Bud Spencer Bohnen. Gleich fertig. Oh, geil, lecker. Bernardo, mega News, aber kein mega Pump. Na, es kommt auch nicht. Im Moment wird nur gepumpt Bitcoin. ETF, Bitcoin. Mike, guten Appetit. Lundin, guten Abend alle zusammen. Und MC, hab wieder XRP gekauft und meine Frau statt Blumen XRP geschenkt. Hab ihr gesagt, dass es 100 werden kann. Ja, ich hoffe mal für dich, dass es auch gut angekommen ist und deine Frau nicht sagt, dass du dein Geld verbrennst in der Kryptowelt, weil dann sagt sie ja auch, was ist das für ein Scheiß. Speedidi, Gruß in die Runde. Crispy Feed, das war auch von Veracity-Seite auch nötig. Ja, natürlich, die haben ja auch gesagt, sie werden sich dazu äußern. Kacke, habe ich gar nicht mitgekriegt, muss ich nachher nochmal gucken. Johannes, Streamserie, 125 Streams schon, alter Schwede. Und die nächsten 5 auf meinem Konto könnte ich doch nur alle die Punkte um und umtauschen in XRP. Frag doch mal bei Ripple nach. Mike, MC, arbeite noch nebenbei. Aber lass mal bitte ein bullisch Hip Hip Hurra hören auf XRP. Nee, das wäre noch zu früh. Weltglück, grüß euch. XRPler, seid nicht zu euphorisch. Es wird noch spätestens 2 Wochen nach dem Bitcoin-Halving um 20% sinken. Natürlich, kann passieren. Wenn man sich die Statistik angucken, war es immer vor dem Halving scheiße und nach dem Halving ging es auch noch mal runter. Könnte immer noch passieren, wer weiß. Aber umso mehr es steigt, die Kurse natürlich auch oben sind, nicht nur bei Bitcoin, dann kann auch 20% kommen, das stört doch nicht. Crispy, das hoffe ich doch. Singlebär, bin auch der Meinung, dass wir noch lange nicht durch sind. Weltglück. Ich meine ja auch nicht mit durch, dass es jetzt nur noch hier volle Pulle geht. Ich meine damit, dass wir die Kurskorrektur durch haben. Dass danach, nach dem Halving, nochmal eine kommt. Oder auch im Bullenmarkt natürlich welche kommen. Das ist ganz normal. Exralrain. Niemand hat gefühlt den Stablecoin erwartet. Ripple steckt immer wieder voller Überraschung. Richtig. Ich habe nur immer geflucht von wegen, warum wird da nicht USDC raufgemacht auf den scheiß XRP-Ledger? Aber Ripple bringt seinen eigenen raus. Das ist so mega krass. Doc Azarola, wir sind schon sowas von durch. Best way, dem stimme ich zu.
Light Zero. Charles Hoskinson freut sich bestimmt über die Partnerschaft von World Mobile Token mit Starlink, welche über das Cardano-Netzwerk laufen. Eventuell wird MC nochmal großer Cardano-Fan. Niemals. Niemals. Ich kaufe das nicht. Nicht, weil ich Cardano ja scheiße finde. Nein, das Netzwerk ist auch gut. Das ist auch ein gutes System. Ich habe zwei Probleme mit Cardano. Erstmal hast du schon geschrieben, Charles Hoskinson. Das ist für mich, ja. Und das zweite Problem ist, wo ich sage, das ist ein gefährliches Investment, ist genauso wie Solana, auch wenn der steigt, darum geht es gar nicht. Es geht darum, dass die SEC da ein Auge ganz gewaltig drauf geworfen haben, weil natürlich beide Netzwerke, beide Systeme ganz starke Konkurrenz zu Ethereum natürlich sind. Muss man ganz klipp und klar sagen und auch Erfolg haben. Und es gibt ja schon, habe ich ja auch schon gebracht, da gerade Solana, dass ein Richter ja schon auf Solana rumhackt und sagt, ja, das ist ein Wertpapier, ne? Aber man muss natürlich auch abwarten. Taucher, Grüße an alle in der XRP-Runde und die MC. Rikuta, ist der Stablecoin XRP oder ein neuer Coin? Und wenn es ein neuer Coin wäre, vernachlässigen Sie damit XRP? Erstens, nein. XRP ist natürlich unser Lieblings-Stablecoin. Er hat wieder die 60 Cent erreicht. Yippie, hurra. Aber es kommt ein komplett neuer Stablecoin auf den XRP-Ledger und nein, XRP wird nicht, natürlich nicht vernachlässigt, weil nur in der Kombination XRP, XRP-Ledger und der Stablecoin kann der Stablecoin kostengünstig, schnell und absolut sicher auch die Vermögenswerte transferiert werden, aber nur in Verbindung mit XRP. Ich weiß, jetzt kommen gleich wieder welche oder spätestens bei YouTube von wegen, nee, nee, der kann auch über die Liquiditätspools gehen. Es ist aber nicht so günstig, wenn man das über die Liquiditätspools macht. Es ist nur wahnsinnig günstig über den XRP-Ledger und XRP in Verbindung. Empower, für was brauchen wir jetzt einen Stablecoin, wenn der IMF XRP als Stablecoin definiert hat? Weiß nicht mal, ob das was Positives ist, dass sie einen Stablecoin rausbringen, weil Banken dann nicht XRP kaufen werden, sondern den Stablecoin. Ja, ich weiß, es wird XRP dafür benutzt, bla bla, aber nur für Transaktionen. Heißt aber nicht, dass sie jetzt XRP dann da dauerhaft halten. Erstens, Banken kaufen keine XRP. Zweitens, Banken halten keine XRP. Müssen sie auch beides gar nicht. Banken geben nur die Information über Ripple Payments zum XRP-Ledger, dass der den Vermögenswert in XRP umwandelt und irgendwo nach Timbuktu, nach Bank B hinschickt. Banken kaufen keine XRP. Banken brauchen auch keine XRP irgendwie halten für Transaktionen. Das macht alles das System. Sonst wäre es ja Wahnsinn, da würde ja keine Bank das verwenden. Nehmen wir mal an, ich hätte ein bisschen recht und XRP geht auf 1000 oder 2000 oder 10.000 Dollar. Und dann müssen Banken XRP kaufen, um das System zu verwenden. Wäre natürlich eine geile Sache, aber leider ist es nicht so. Mike, will nichts mehr hören von geht wieder runter. Ich will ab nun an nur noch hören, es geht hoch und höher. So. Transatlantic, richtig. Crispy Feed, dass der Stablecoin Dollar gestützt ist, finde ich nicht gerade ein Brüller. Das stört mich noch nicht mal. Da der Dollar die Reservewährungsstatus verlieren wird. Das stört mich nicht. Aber vielleicht ist ja damit der neue goldgedeckte Dollar gemeint. Stört es mit den US-Anleihen, damit sie ihn stützen. Ne? Hälfte Dollar, Hälfte US-Anleihen, die sie kaufen. Dafür extra. Das stört mich. Die US-Anleihen können sowas in den Keller rutschen. Da werden sie ein ganz gewaltiges Problem kriegen. Weltglück, ihr werdet es noch sehen und fühlen. Ja, das denke ich auch. Da gebe ich dir auch recht. Aber genießen wir einfach die Zeit. White Fox, wird es einen Airdrop für XRP-Holder geben? Nein. Das denke ich nicht, absolut nicht. Du wirst den Stablecoin entweder selber kaufen, aber es wird keinen Airdrop geben. Ripple wird doch kein Geld verschenken, Leute. Singleware, bin kein Freund davon, dass ein Stablecoin Dollar gedeckt sein muss. Gold und Silber wäre tausendmal besser, hundertprozentig. Oder mit Rohstoffen, wie es die BRICS machen. Na, also da muss ich sagen, da haben sie wirklich eine gute Lösung gefunden. Sanremo, nein, der Stablecoin ist positiv und ersetzt nicht den XRP als Brückenwährung. Richtig, jede Bank wird system themenbedingt einen eigenen Stablecoin herausbringen. Sie, JP Morgan, richtig. Nein, ich brauche immer noch kein Eingreifen jetzt. Adrodon, moin zusammen. Rimini, ich frage mich, warum Ripple sich nicht auf ihre Kerngeschäfte konzentriert
und jetzt einen Stablecoin machen? Zudem, warum nehmen Sie Ethereum, welche Sie vor Gericht noch schlecht gemacht haben? Mir ist das alles nicht geheuer. Pass auf. Das Kerngeschäft ist die Finanzwelt. Grenzüberschreitende Zahlung, das ist doch schon lange durch bei Ripple. Die konzentrieren sich jetzt darauf, den kompletten Bankbereich, das heißt Kredite, das heißt Hypotheken, alles, was die Banken machen, die ganze Finanzwelt, das interessiert die schon von Anfang an. Den ersten Punkt, grenzüberschreitende Zahlung können sie abhaken, das ist schon am Laufen. Das kommt jetzt auch noch mit den Banken dazu, gar kein Thema. Aber die wollen ja natürlich auch Aktien, Derivaten, Rohstoffhandel, das wollen sie auch alles über den XRP-Ledger laufen lassen und das kriegen die auch noch hin. Ich sag nur Sologenik, Dex. Da wird bald auch anfangen, über den XRP-Ledger tokenisierter Wertpapieraktienhandel stattfinden. Johannes MC, meistens ist ja der Abend vor dem Tag schon so richtig schlecht. Keiner ist dir böse, wenn du 2 Tage für dich Zeit nimmst. Wir sind in Gedanken bei dir und senden dir dann so gut es geht unterstützende Kraft. Nimm dir also gerne die Zeit, die du brauchst, und den 9. und 10. April frei. Fühl dich ganz fest umarmt, lieber Marcello. Dankeschön, aber am 9. ist es noch in Ordnung. Der 10. ist der schlimmste Tag für mich immer. Olli, müsste der Kurs bei dem XRP-Stablecoin nicht Boom machen? Nein, der XRP-Stablecoin, der wird nicht Boom machen, weil er auf 1 Dollar gestützt wird. Der bleibt bei 1 Dollar. Kannst du dir angucken hier mit USDC, ja gut, jetzt ist er mal nicht bei 1 Dollar gerade, ne? Aber USDT, Tether hat mal 1 Dollar. Genauso wird das bei dem Stablecoin dann bei XRP auch, beim XRP-Ledger auch sein. Rimini MC, was ist passiert? Ist dir etwas passiert? Nein, mir ist vor 2014 was passiert. Olli, könnte ich dann meinen Gewinn in XRP Stablecoin swappen? Der ist bestimmt sicher als USDT. Hundertprozentig ist der sicherer. Der ist ja wahrscheinlich nicht gedeckt. Das ist nämlich das große Problem bei USDT. Sicher, wenn du eine Börse findest, die das macht, oder wahrscheinlich auch vom Hardware-Wallet, weil der Ledger oder Decent ist ja mit dem XRP-Ledger dadurch verbunden, wenn du XRP hast. Und vielleicht gibt es bis dahin dann auch schon eine Möglichkeit, das in den Stablecoin zu switchen. Möchte ich nicht abstreiten, dass sie diese Funktion natürlich auch schnell machen. Singleberry, habe Angst, dass alle in den USA hinterherrennen. Man sollte besser sich von den USA mehr lossagen. Richtig. Erst recht ganz Europa. Bin ich ganz bei dir. Man müsste neutral bleiben und mit beiden Seiten handeln. Ganz einfach. Denn eigentlich ist Russland viel dichter an Europa dran. Da gebe ich dir auch recht. Das ist wirklich nicht. Das sieht man geografisch ja eigentlich auch. Libiz, heißt es, dann dieser Stablecoin-Kosten dann 1 Dollar wert sein wird, soweit ich verstanden habe. Ja, genau, der wird 1 Dollar konstant wert haben. Quizbefeed, im Moment gar keiner, da gebe ich dir recht. Deshalb mein Zusatz mit dem goldgedeckten 9 Dollar, da gehe ich mit. Ja, ob der neue goldgedeckte Dollar natürlich auch mit Gold gedeckt wird, das werden wir natürlich auch noch sehen, ne? Hamdu, MC, XRP auf 100 Dollar? Wie gesagt, wenn die Verwendung da ist, gar kein Thema. Mike, endlich wieder mal den hochoptimistischen MC. Erst 2025, never baby. Genau das mag ich hören. Ja, hundertprozentig. Ne? Also, wenn die den auch noch raushauen dieses Jahr, dann wird es richtig schmutzig. Weltglück, der XRP bringt uns Geld und zusätzlich die Stablecoins. MC, du wirst heuer noch einen neuen Klappstuhl im Winter benötigen. Bei dir zu Hause. Hundertprozentig nicht. Ich brauche im Winter keine Heizung, mein Freund. Ich bin im Winter nicht im kalten Deutschland. Serafino, hallo MC und Chat. Mr. Crypto, bedeutet, jede Bank bekommt einen eigenen Stablecoin und alles läuft dann über den Ledger. Und die Banken nutzen dann API-Schnittstellen korrekt? Richtig. Man muss auch bedenken, natürlich wird jede Bank ihr eigenen Stablecoin machen. Aber mit ihrem Stablecoin ist eher so interne Sachen machen sie damit. Das Problem ist nämlich auch, selbst wenn jetzt Bank A ihren Stablecoin mit Bank B tauscht, ja, witzig, was will Bank B denn mit dem Stablecoin von Bank A? Können sie nichts mit anfangen. Also brauchen sie im Endeffekt ja wieder eine Brückenwährung, so gesehen, um den Vermögenswert richtig zu bekommen. Hä?
Olli, also nach der Nachrichtenlage fange ich auch ernsthaft an zu glauben, nachdem ich gestern noch hart gezweifelt habe. Bist du wie die Fahnen im Wind? Heute so, morgen so, oder was? Junge, Junge, recherchiert mal ein bisschen. Libiz, MC, Weltglück, meint, dass du ein extra Klappstuhl für Teneriffa brauchst? Ah, das könnte auch sein, natürlich. Dann brauche ich nicht im Sand liegen und einen Laptop auf den Schoß. Startrampe, wie immer, ein Wechselbad der Gefühle. Klappstühle hab ich hier genug auf Teneriffa. Für Teneriffa decke ich mich auf der Insel ein. Okay. Doc Azarola, so, hab jetzt auf 1,5 XRP aufgestockt. Sehr gut. Sehr gut. Könnte ja vielleicht alles auf Null gehen, weißt du ja, ne? Weltglück, nee, nee. In seinem Unterschlupf. Abwarten, mein Freund, abwarten. Crispy Feet, vielleicht wird ja Ripple eine eigene Bank. Ja, dieser Gedanke ist mir 2019 auch gekommen, wo sie in Wyoming Lizenz sich geholt haben und noch ein Bundesstaat. Im Endeffekt könnte Ripple durch die Lizenzen sogar eine eigene Kryptobank werden. Sanremo, das macht er dann von der Sonnenliege im Bikini. Den zieht er nie mehr aus. Könnte auch passieren, ne? Schlucke 200. Ah nee, Rasil, damit kann man leben. Okay? Schlucke 200. Wie wird denn der Stablecoin gedeckt? Ripple wird die USD doch nicht kaufen müssen. Grüße aus dem Ruhrgebiet. Er wird mit dem Dollar gedeckt. Das heißt, sagen wir mal, Ripple holt, macht 100 Millionen Stablecoins am Anfang. Dann müssen sie 50 Millionen in Dollar hinterlegen und 50 Millionen an Wert Dollar an US-Anleihen. Ameisen-Luca, wie sieht es beim Auszahlen aus? Wenn ich mit meinem Bruder zusammen alles auf den Ledger habe, wie läuft das nachher beim Auszahlen? Hast du da Ahnung von? Ein bisschen. Also, wenn du jetzt zum Beispiel, ihr habt ja auch beide die Kaufbelege. Das ist wichtig, die müsst ihr haben. Wenn ihr dann auszahlt, sprich, ihr verkauft die auf einer Börse und schickt es dann auf euer Konto. Müsst ihr natürlich genau die Menge hinschicken, die auf dem Kaufbeleg drauf ist, damit man das natürlich richtig nachvollziehen kann. Es könnte passieren, dass eure Bank vielleicht ein kleines Problemchen macht und sagt, kommen Sie mal bitte vorbei, der Betrag ist ein bisschen hoch, wir müssen gerne wissen, woher das kommt. Das heißt, du hast deinen Kaufbeleg, du hast deinen Verkaufsbeleg dann von der Börse und am besten noch, wenn du dir von der Börse das dann natürlich auch auszahlst, was ja logisch ist, nimmst du diesen Beleg auch noch mit, damit die Banken genau gucken können, okay, da hat er den gekauft. Die Menge, da hat er die gleiche Menge verkauft von dem gleichen Coin und da hat er dann das Geld auch noch von der Börse auch noch ausgezahlt. Dann hast du keine Probleme. Normalerweise. Also ich kenne keinen Fall, der ein Problem gekriegt hat mit seiner Bank deswegen dann. Transatlantic, der Stablecoin, haha, der Stablecoin müsste erstmal durch die Abstimmung bei den Validatoren. Könnte das noch dauern? Deswegen sage ich ja dieses Jahr, ne? Ich sage jetzt nicht nächsten Monat, sondern dieses Jahr. Mr. Krypto, hoffentlich keine Startschwierigkeiten wie beim AMM-Start, lol. Muss man natürlich abwarten, ne? Deswegen sage ich ja immer, sie sollen langsam beginnen. Gib denen 6 Monate Zeit und dann kann man sich sowas mal angucken. Sanremo, genau das wird geschehen. Ripple wird eine Bank. Könnte passieren, dass sie wirklich eine Kryptobank werden. Die Lizenzen haben sie dafür. Hamdu, dann kann ja Ripple seine Coins, die im Escrow liegen, in Stablecoins umwandeln. Könnte passieren. Sanremo, und Liquidität bereitstellen. Doc Azarola, trennen auf mindestens zwei Hardware-Wallets. Bei Geld hört die Freundschaft auf oder zerstört sogar Familien. Das muss ja jeder selber wissen, ne? Normalerweise ja, weil nicht, dass es dann Streitereien gibt von wegen, nee, nee, das habe ich bezahlt oder nee, nee, das sind meine. Und, ne? Aber gut, es muss wie gesagt jeder selber wissen. Empower, uff, wenn der Stablecoin wirklich erstmal durch die Validatoren in der Abstimmung muss, dann kommt der Stablecoin erst 25. Wie gesagt, ich kann leider nicht Nein sagen, weil wir kennen die Validatoren mittlerweile ein bisschen besser. Und
Ja, wenn dann wieder Zickentheater ist, dann, jo, dann dauert es mal eben 8, 9 Monate vielleicht, ne? Serafino, ein extra Coin nicht, dass Sie dann den benutzen. Ich höre mir morgen die News auf der Arbeit an. Mach das lieber und musst dir keine Sorgen machen. Ist nichts mit von wegen XRP wird ersetzt oder sonst irgendwas. Ein anonymer Geschenkegeber hat Odenno Gecko ein Stufe 1-Abo geschenkt. Dankeschön. Startrampe, er fügt sich immer mehr alles zusammen. Bin mal auf die nächsten Wochen und Monate gespannt. Nicht nur du. Ich muss unbedingt noch XRP kaufen. Ist mir egal. Wenn er jetzt auf 80 Cent geht, da schlage ich auch noch zu. Anton XRP, wann 35 Dollar und wann Insel? Wenn ich hier halb nackig sitze, dann weißt du, okay, nach dem Stream gehe ich zum Flughafen und bin weg. Mercedes-Stecker, guten Abend. Ich höre fleißig zu. Ach du Schande, gut. Transatlantic, wäre geil, wenn XRP auf 1000 Dollar festgeschrieben wird und dann die Stable-Token mit einem Dollar als Bruchteil des XRP dienen. So wie die Satoshis bei Bitcoin. Wäre auch eine geile Sache eigentlich, aber ja, warten wir mal ab, ne? Single-Man träumen weiter. Warum? Es ist alles möglich. Krypto-Kadena, Ripples neuer dollargestützter Stablecoin, bietet Stabilität und Sicherheit, ideal in volatilen Märkten und bei Cyberangriffen. Durch die Kopplung an den US-Dollar bleibt sein Wert auch bei Marktcrash stabil, was ihn zu einer sicheren Anlage macht. Die Blockchain-Technologie sichert zudem vor Cyberangriffen durch dezentralisierte, transparente Transaktionsverfolgung. Trotzdem ist wichtig zu beachten, dass die Sicherheit von der technischen und operativen Ausführung abhängt. Natürlich, aber ganz ehrlich, sowas darf ja nicht irgendwie passieren, dass der XRP-Ledger Cyberangriff ausgesetzt ist und es nicht funktioniert, ne? Und wie gesagt, den XRP-Ledger zu hacken, es tut mir leid, es ist in meinen Augen unmöglich. Ja, ich weiß, jetzt kommt jemand mit dem Quantencomputer. Ja, aber scheiße, der XRP-Ledger läuft über einen Quantencomputer. Wie willst du einen Quantencomputer hacken? Das ist heutzutage technisch unmöglich. Weltlöge, dann geht nicht an mich. Mr. Crypto. Kann es sein, dass Ripple die Strafe mit der SEC mit aus dem Escrow bezahlen wird? Pay to play, wird dieser Aktionärtyp sagte. Könnte möglich sein, möchte ich nicht abstreiten, aber wäre ein schlechtes Zeichen, in meinen Augen. Bestway, wenn der Fall SSC versus Ripple vorbei sein wird, wird die bedeutsame entspannter sein. Wird ich bedeutsam entspannter sein. Dennoch besteht da ein Restrisiko und das ist irgendwie anstrengend. Jedenfalls erlebe ich das so. Warum? Der Prozess ist doch scheißegal. Ripple ist schon verurteilt worden. Es geht nur noch um die Strafe. Und selbst wenn es, nehmen wir mal an, wirklich die Taurus sagt, oh ja, Ripple muss 2 Milliarden zahlen. Das heißt nicht, das Unternehmen ist pleite. Das heißt auch nicht, dass Ripple nicht das Geld aufbringen kann. Natürlich werden sie es clever machen und sagen, pass auf, wir geben euch jetzt 200, 300 Millionen sofort oder 500 und den Rest machen wir in Raten. Aber die werden nicht Konkurs gehen. Kaleido hat Friends the Tank ein Stufe 1-Abo geschenkt. Dankeschön. Sanrio. Dafür braucht es keine Abstimmung der Validatoren. Der Stablecoin kommt von Ripple, hat primär nichts mit dem XRP-Ledger zu tun. Doch, wenn der auf dem XRP-Ledger draufkommt. Weil primär ist ja XRP. Also es müsste im Endeffekt noch eine Abstimmung kommen und natürlich, vielleicht kommen noch ein paar Zusatzsysteme da drauf, die mit dem Stablecoin dann gebunden sind, denke ich schon. Und von daher, es ist schwierig. Also ich denke auch, da muss noch eine Abstimmung kommen. Nicht nur wegen dem Stablecoin. Aber das wird ganz schnell gehen. Transatlantic, die V-World App auf dem Handy kann mit dem Ledger verbunden werden. Ja, auch bestehende Wallets werden eingelesen und sicher. Ja, deswegen, also die V-World scheint doch geil zu sein. Libby, einfach Hype Train, geil. Kryptogardena, der neue dollargestützte Stablecoin wird von Ripple initiiert. Aber er wird sowohl auf dem XRP-Ledger als auch auf Ethereum verfügbar sein. Ripple ist das Unternehmen hinter der Entwicklung und Förderung des XRP-Ledgers und die Beteiligung an diesem Stablecoin unterstreicht ihr Engagement, eine Brücke zwischen traditionellem Finanzsystem und der Blockchain-Technologie zu schlagen. Gut, ich habe das schon mal gehabt. Danke trotzdem.
Liebe jetzt MC, meinst du, dass der Stablecoin unser XRP positiv oder negativ beeinflussen wird? Ich bin der Meinung, wenn der rauskommt und natürlich alles so halbwegs vernünftig funktioniert und auch Anwendung findet, wird er hundertprozentig, dass er XRP leider Gottes in eine andere Dimension schießen wird. Er wird natürlich positive Auswirkungen haben. Ladrafe Grün ist nur bei den Kursen gut, aber lassen wir den Rest. Crispy Feet, der XRP-Zug hat keine Bremse. Nee, der hat auch keine Bremse, das garantiere ich dir. Am Anfang sowieso nicht. Bis zum gewissen Höhepunkt, aber ich glaube, bis wir den erreichen, dann sind wir schon bei 2045. Papi Spiel, das Höchste, was ich an Zuschauer bei einem Krypto-Streamer gesehen habe, hier auf Twitch, waren knapp 130, 140 Zuschauer. Glückwunsch, MC. Dankeschön. Freue mich auf die Streams im Bullenmarkt mit dir und der Rote an Verrückten. Rotte, also. Hast du mal versucht, aufgrund dessen, dass du so viele Zuschauer hier hast, direkt mal mit zum Beispiel Veracity zu quatschen? Um ein paar Insider-Infos zu bekommen, also um es weiter zu bewerben, oder suchst du die Infos lieber oldschool? Also ich muss leider die Infos weiter oldschool suchen und du wirst lachen. Ich habe letzte Woche eine E-Mail an Veracity auch geschrieben, da ich gerne eine Erklärung dafür haben wollte, weil es zu viel Missverständnisse gibt. Aber ich habe leider, weil ich ja ein Niemand bin, Gott sei Dank, habe ich von denen keine Antwort gekriegt. Johannes wird die 365 erreichen. Abwarten. Sagen gestern noch 30 Cent bei Veracity. Heute sind schon wieder 50 Cent oder gar 1 Dollar möglich, wenn Veracity wieder die 1 Cent hält. So schnell geht das. Lach. Nein, das habe ich immer gesagt. Wenn Veracity tatsächlich die 1 Cent wieder hat, vorm Bitcoin-Halving, dann haben wir die große Chance, zwischen 50 Cent und 1 Dollar zu landen. Schafft er es nicht? Dann ist die Höchstgrenze bei mir 30 Cent. Papi spielt. Ich muss noch mal nachkaufen, Jungs. Ja, nicht nur du. So, Veracity, was hast du denn? Die kleinen Schmutzfinke. Ach du Schande. Migration, dualen Tokenomics. Ja, super. Ja, da muss man einfach abwarten. Also ganz ehrlich, ich bin immer noch positiv bei Veracity, weil sie eben schon. Oh, MC gibt es auch. Heißt natürlich Marktkapitalisierung. Aus dem einfachen Grund, weil die schon eine Verwendung haben, weil die natürlich schon große Partner haben mit EA Sports. Und wie gesagt, YouTube und Co. kommen auch noch dazu. Von daher mache ich mir da echt keine Sorgen. Ob da jetzt 30 Cent oder wirklich den 1 Dollar, ist natürlich Dimension unterschiedlich, aber selbst 30 Cent von dem Punkt, wo wir jetzt stehen, ist schon ein Riesenerfolg, muss man immer wieder sagen. UK, Kurskorrektur ist noch nicht durch. Ich gehe jetzt schon davon aus. Haben wir gestern eigentlich schon gesehen, dass es ziemlich abgeflaut ist, langsam das Minus. Und dass jetzt, ja gut, ein ziemlicher Schuss nach oben gekommen ist, aber nichtsdestotrotz, ich bin guter Dinge, dass wir jetzt da durch sind. Aber warten wir natürlich mal morgen ab. Sanremo, ich habe gestern ja schon gesagt, was ich von Veracity halte. Einfach halten. Ja, ist auch das Beste. Mr. Crypto, das war auch am 2. April die News. Just in, US. Die US-Regierung überweist 30.174 Bitcoin wert 2,1 Milliarden US-Dollar. Wurden von Silk Road an Coinbase beschlagnahmt. Okay, habe ich gar nicht mitgekriegt. Sanremo, lest ihr die Meldung von Kufox noch? Ich habe den Kindergarten blockiert. Ich lese nichts von ihm. Singleberg, guter Tipp, Sanremo. Crispy Feed, das mit den US-Anleihen war in meinen Aussage integriert. Hätte es besser definieren sollen. Ach so, okay. Ja, die US-Anleihen, das ist wirklich für mich so ein ganz, ganz böser Fehler im Endeffekt. Nein, aber wir wissen ja auch, dank Sanremo hat er ja auch geschrieben, ich dachte ja immer, die Saudis wären die, die am meisten halten. Nee, sind die Japaner und ich gehe auch davon aus, dass sie die bald verkaufen werden. Ne? Und dann sind die US-Anleihen nämlich nichts wert. Empor, vielleicht bringen die für jede Währung noch ein Stablecoin auf den XRP-Ledger. Oder der Stablecoin ist für jede Währung.
Sanremo, ich weiß schon, warum ich einige Sologenik habe. Theoretisch ja, aber ich setze aufs ganze Pferd und deswegen nur XRP. Olli, meinst du bei der Nachrichtenlage schafft XRP die 2 Dollar bis 2030? Hab ja kaum Hoffnung, aber wenn du es meinst, nee. Also 2030, 2 Dollar bei XRP, tut mir leid, das wird er nie erreichen. Das sind Luftschlösser. Wenn du vielleicht noch 3 Nullen hinten dran setzt, dann könnten wir sagen, ja, okay, ja, das ist schon mal zwar auch niedrig, aber das wird er kriegen. Doc Azzarola, nein, ist ein Scam. Oder Shitcoin, alles verkaufen, Olli. Singleberry bewundert Sanremo, dass er so weit gestreut hat. Muss denn nun sicher über 300 Coins sein, die er im Portfolio hat. Na gut, aber für sowas muss man auch ganz ehrlich sagen, ist ein Volltime-Job. Ich weiß ja nicht, wenn jemand arbeitet, dass man das noch hinkriegt. Das heißt jetzt nicht, Sanremo arbeitet nicht, ne? Um Gottes Willen, der hat auch andere Sachen noch zu tun. Aber es ist schon ein 12-Stunden-Tag mit Arbeit und allem drum und dran. Und natürlich brauchst du auch ein bisschen Kleingeld natürlich. Ich schätze mal nicht, dass er überall irgendwie nur 10 oder 50 Euro drin hat. Hamdu, wo ist eigentlich der Cardano Stablecoin? Der hat ja gefühlt nichts gebracht. Warum? Willst du wirklich darauf eingehen? Ich glaube nicht. Olli, hab mich eben falsch ausgedrückt, MC. Ich meinte, der XRP-Coin müsste doch hart ansteigen. Das ist doch eine super Nachricht mit dem Stablecoin. Gestern saß ich jammernd auf dem Kriechboden und heute glaube ich sitze in der Rakete. Nein, es ist egal, was du für News rausbringst. Das Einzige, was wirklich eine geile Rakete war, war eben halt, dass XRP kein Stablecoin ist. Das ist klar, aber das kein Stablecoin, kein Wertpapier ist, ne, letztes Jahr, 23 im Sommer von der Richterin. Aber ansonsten, es können News rauskommen, das ist scheißegal, da passiert nichts. Die Leute sind auf der Lauer und warten nur auf die Verwendung. Singleberry mag den Gedanken, einige Coins in XRP-Stablecoin umzuswappen. Wenn man nicht gleich die Möglichkeit hat, auf einer Börse sofort seine Coins zu verkaufen, wenn die Börse zum Beispiel überlastet sind. Bingo. Darauf hoffe ich ja auch. Olli, heute ist die Welt gut und ich fühle mich bereits wie ein Millionär. Okay, Singlebear, hab nur die Zeit, mich auf 10 bis 12 Coins zu konzentrieren. Sanremo, so. Olli, dauert zwar noch 10 Jahre, aber passt schon, denke ich. Na, denke ich nicht. Johannes, hab vorher noch einmal bekommen von Bitpanda und habe eine Mail bekommen von Bitpanda und habe es dann probiert. Und ja, jetzt wo der Kurs gestiegen ist, konnte ich wieder kaufen. Ist ja klar. Clever, ne, von denen. Sag mir trotzdem Respekt an Sanremo. Wäre mein Traumjob für Sanremo, jeden Tag die Coins zu beobachten. Nee, da wirst du auch dann. Was Sanremo macht, da ziehe ich auch meinen Hut vor, aber für mich wäre das nichts. Was hast du denn? Boah, ich krieg hier echt irgendwie. XRP Ledger Future mit Rampenlicht, die Macht des Auto-Bridging. In der Welt der One-Chain-Finanzierung ist Liquidität der Schlüssel. Der XRP Ledger wurde für DeFi-Anwendungsfälle entwickelt, um einen nahtlosen Fluss der Wertübertragung über mehrere Währungen oder Vermögenswerte hinweg zu ermöglichen, um jedoch effiziente Cross-Assets-Transaktionen zu erreichen, müsste die Herausforderung der fragmentierten Liquiditätspools gelöst werden. In einigen Fällen fehlte es bei Vermögenspaaren. Mit weniger häufig genutzten Vermögenswerten an direkter Liquidität, um einen effizienten Austausch zu ermöglichen. Es ist, als hätte man Euro in den Vereinigten Staaten, aber keine Wechselstube, um US-Dollar zu bekommen. Auto-Bridging als native und universelle Brückenwährung auf dem XRP-Ledger. Ja, ich habe leider nicht die Zeit dafür heute. Aber ihr könnt es euch ja angucken. Es ist geil. Deswegen, AMM interessiert mich schon. Auch. Johannes, ich habe darauf bestanden, dass sich jeder selber bei den Börsen anmeldet. Nicht wegen Vertrauen oder Streitereien. Nein, wegen den Steuern. Das würde ein
durcheinander geben und so ist es eine saubere Sache. Okay. Kaleido, ich war der anonyme Abo-Geschenkegeber, hab was falsch angeklickt. Ach so, danke schön, Kaleido. Macht doch nichts. Ich habe durch falsch anklicken Qualmes mal rausgeschmissen. Libby, Kufox wird gecancelt. Ich weiß nicht, was er geschrieben hat. Ich habe extra nur Patsy und Qualmes hier, die Gott sei Dank vor mir immer gucken und ja. Crispy Feet, lieber MC, wo siehst du XTC im Bullenmarkt? Das ist das Problem, das kann ich dir nicht sagen. Ich habe selber XTC, ich halte wahnsinnig viel davon, auch von dem System mit Tokenisierung und so, mega geil. Also das letzte Mal hat er ja 19 Cent gehabt, ich rechne mal so mit 30 bis 50 Cent mit dem. Aber wenn die Verwendung da ist, deswegen, ich werde ihn, glaube ich, nicht verkaufen im Bullenmarkt. Ich werde tatsächlich warten, bis die Verwendung von dem Schmutzfink da ist. Und da sehe ich auch im Endeffekt, wenn richtig tokenisiert wird und das XTC-Netzwerk mit R3 Corda und SBI Holding 10, $20 auf jeden Fall. Kaleido, Franz the Tank wird Frank the Tank. Ach so, Frank the Tank ausgesprochen. Aber da steht Franz. Ja gut, nicht mit Z, sondern mit C. Ist ein stiller Zuschauer von dir. Grüß ihn mal. Dann freut er sich. Ey, Frank the Tank, grüß dich. Geil, dass du immer da bist. Olli, bei XRP $100 kaufe ich mir dicke Goldketten und fahre mit Crypto Whitehead, bringt mir mit seinem Panzer zur Arbeit. Dann schmeißen wir aus der Luke nur meine Kündigung. Ja, frag erstmal Crypto Whitehead, ob er da einverstanden mit ist. Startrampe, ich freue mich tierisch auf den Bullenmarkt und hoffe, mit meinen 17 Coins bereit genug aufgestellt zu sein. Wenn alles klappt, wird das der Systemaustritt meiner Wenigkeit. Werde mich dann mit den anderen Privatiers hier im Ort zum Kaffee treffen. Jo, warum nicht? Single Bear, es dauert ein bisschen noch, bis XRP Volldampf aufgenommen hat. Ist doch völlig normal. Natürlich. Aber es sind vielleicht nur noch ein paar Monate. Ah, Frank the Tank. So, sage ich jetzt mal so. Kaleido, danke dir, mein XRP-Mentor. Okay, sehr gut. Rimini, Grundsatz des Jahres bei XRP. Geduld bringen Rosen. Olli, wie läuft so ein Halving eigentlich ab? Treffen wir uns dann alle bei dir in Bremen zu Lachsschnittchen mit Sekt und verfolgen das Halving live im TV? Da wird nichts live im TV kommen. Da wird einfach nur im Bitcoin-System die Halbierungsrate halbiert, wie es ja schon heißt. Und das war's zu einem gewissen Zeitpunkt. Libby, Taha, MC, Free, Kufox. Musst du mit den anderen reden, nicht mit mir. Ich lösche nur Qualmes. Rimini, wünsche allen noch einen schönen Abend. Danke, MC und allen. Danke für immer wieder gerne. Singlebär, willst du schon weg, Rimini? Daniato, okidoki. Tremor, Sologenik ist viertgrößter Position bei mir, knapp vor XCC. Ui, dann kannst du dich noch schon freuen. Libiz, manche denken wirklich, dass es den XRP Ledger erst 2 Jahre gibt. MC, bin bei dir mit 24. Ja, der XRP Ledger existiert länger als 2 Jahre, aber sollen sie ruhig denken. Transatlantic, MC, der Link von Rarity bei X ist die Erklärung und richtig gestellt von Rarity bezüglich der Token. Einfach später mal durchlesen, werde ich tun. Sanremo, 14 bis 15 Stunden am Tag, hab ja auch andere Aktivitäten, aber Krypto schon so um die 8 Stunden. Okay. Johannes, nee, MC, 2030 müssen bei den 2 Dollar mindestens 4 Nullen anhängen werden. Vor allem wegen dem Stablecoin, der jetzt angesagt wurde. Könnte auch sein, ich möchte es nicht abstreiten. Hey, Kufox, hallo. XRP Olli, hab heute wieder Geld zu Bitpanda transferiert. Ging wieder unter 3 Sekunden. Geil. Single, bitte Luft holen, Johannes, und nicht gierig werden. Olli, da an der Börse Zukunft gehandelt wird, würde das doch bedeuten, dass niemand an die Anwendung glaubt, außer wir. Wenn der Kurs nicht steigt, glauben nur wir an Anwendung. Die meisten glauben dann, das wird nix und Ripple arbeitet an Luftschlössern. Oder was denkst du, MC? Nein.
Die Leute glauben an die Anwendung. Und das wird auch kommen. Sanremo, wer kann schon 8 Stunden am Tag sein Hobby ausleben? Ja, da gebe ich dir wirklich recht. Du hast wirklich ich sage ja, du hast ein gutes Leben. Lebst zwar in der Hölle, ne? Die Ecke, wo du lebst, ist die Hölle. Deswegen, ich würde ja mit dir tauschen, damit du mal im Paradies leben kannst, aber willst ja nicht. Olli, was ist das eigentlich immer zu, die für Abos, die verschenkt werden? Wie macht man das und was kostet das? Weiß ich nicht, musst du bei Twitch gucken. Wenn du Amazon Prime hast, kannst du das umsonst machen. Dann musst du mit Amazon, nee, mit Prime Gaming dich anmelden. Also bei Prime Gaming dich anmelden von Amazon mit den Amazon-Daten, die du hast als Prime-Mitglied. Und dann kannst du darüber deinen Twitch-Kanal verbinden. Dann gehst du wieder zurück zu Twitch und dann kannst du umsonst ein Abo hier machen. Sanremo, das große Fressen. Der Film ging nicht gut aus. Wofox MC, ich bitte dich, was soll ich schreiben? Weiß ich doch nicht. Singleplayer, bei XCC werde ich auch nicht schlau, was möglich sein könnte. Bei VeChain und IchemiPay schaffe ich das locker, aber auch bei XLM. Ja, bei XCC bin ich echt auch planlos, was da für ein Kurs entstehen könnte. Doc Azzarola, von mir erfährt niemanden, wenn ich finanziell unabhängig bin. Ich werde einfach verschwinden. Das ist auch nicht schlecht. Nee, von mir wird auch keiner erfahren, dass ich finanziell unabhängig bin. Um Gottes Willen. Dann kommen die ganzen Ratten nämlich raus. Sanremo, XCC sollte charttechnisch 40 Cent gehen. Aber ich erwarte mehr. Ja, aber da reden wir nur vom Pump. Aber was ist mit Verwendung? Ne, das ist immer so die Sache. Kufox, nee, anscheinend verbreite ich schlechte Laune, wenn ich frage, wann 300? Cardano bei 100 möglich, etc. Das glaube ich nicht. Sanremo, wow, gerade geht die Sonne im Meer unter. Siehst du, das ist doch die Hölle pur. Ich weiß gar nicht, wie du da leben kannst. Halving Fire. Welche Halving Fire? Macht Bitpanda jetzt ein oder was? Bald ist es soweit. Wir feiern das vierte Bitcoin Halving mit der großen Bitpanda Pre-Halving Live Show. Ach du Scheiße. Ach nee, komm. Ja, und Bayern macht dann mit. Es ist, ich sage ja, die sind auch sowas von käuflich geworden. Transatlantic. Na, zum Glück habe ich heute schon gefragt, wann 71. Mr. Crypto, Cointelegraph, Morgan Stanley, Beats Up First, Bitcoin ETF. Ach du Schande, jetzt wollen die auch noch mitmachen. Na gut. Johannes, ist mir eigentlich egal, ob es 2030 bei 20.000 ist oder nicht. Ich werde bei 1.000 so oder so schon ziemlich alles verkauft haben. Richtig, das, was ich verkaufen will, ist bei 1.000 schon längst alles raus. Alles andere gehört mir nicht und ist weg. Mr. Crypto, Moneycap, Finanzbank Again Amin, Taurus, spannend im Bereich digitaler Vermögenswerte zusammen. Okay. Muss leider aufhören, deswegen mache ich jetzt nicht den Bericht. Deswegen, ich wünsche euch jetzt schon mal noch einen schönen, schönen Donnerstagabend. Wir sehen uns ja morgen, den einen oder anderen sicherlich um 20:20 Uhr hier auf Twitch. Ich grüße natürlich alle und bedanke mich nochmal jetzt zum Schluss bei 113 Zuschauern. Yay! 1102 Follower, geiles Ding, Leute. Crispy Feed, bei VeChain denke ich, dass der höher geht als 3 Euro. Boah, weiß ich nicht. Aber könnte sein. Ne? Also so 1 bis 3 Dollar ist so meine Spanne. Mich würde es nicht überraschen, wenn er auf 5 Dollar geht. Also kriegt er vielleicht fast 5 Euro. Transatlantic, vor der Arbeit auf den Ledger schauen und wenn es reicht, zur Arbeit fahren. Dann hat man 8 Stunden Vorsprung und das Land längst verlassen. Mr. Crypto, was? Bayern und käuflich? Ja, hallo. Kufaus, keine Ahnung, wie denn Nopetzi und der andere draufkommen sind. Darf ich überhaupt noch was schreiben? Ja, aber vernünftig. Ganz locker. Startampe. Bayern braucht Geld, um den Kader für nächstes Jahr zusammenzukaufen. Ja, das stimmt wirklich. Wir müssen einen komplett neuen Kader haben, weil wir müssen ja Klopp auch bezahlen, ne? Und das kostet eben Geld. Johannes Blick schreibt seit 2 Tagen Expertin zum bevorstehenden Bitcoin-Halving im April. Kurs wird dieses Jahr auf über 100.000 Dollar steigen. Könnte ich mir vorstellen, natürlich bei Bitcoin. Olli, auch wenn es euch langweilt, wenn ich es erzähle, so ein Rentenleben mit Tagesstruktur, Kaffee trinken und Reisen könnte ich mir wirklich vorstellen. Stundenweise nach Vereinbarung arbeiten heißt das Zauberwort. Frühestens ab 9 und spätestens um 12 feiern. Ja.
Sehen wir, nehmen gerne VeChain 1 Dollar oder 1,50 Dollar. Schauen wir mal. Und damit sage ich auf Wiedersehen und genießt den Tag und vielleicht bis morgen bei jedem. Und tschüss.